Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Heute schon zum zweiten Mal hier vom Flugplatz Bierfels auf der Station vom Rettungsteam AAA. Als Notarzt sieht man auf der Unfallstelle sehr viele tragische Sachen. Aber es gibt durchaus auch sehr schöne Momente. Zum Beispiel, wenn ein 5-jähriges Mädchen knapp ein Jahr nach dem Unfall noch einmal beim Team kommt, kann ein Psychli machen. Zuerst geht es jetzt aber noch einmal ab in die Luft. Auch heute sind wir schon wieder in der Luft mit dem Team der Alpine Air Ambulanz, der AAA. Die Zusammensetzung ändert von Tag zu Tag. 33 Leute teilen sich gesamthaft die Schichten des Rettungsteams. Heute besteht die Mannschaft aus Das Ziel ist schon fast erreicht. Die Landung im Zürcher Wieland wird angesteuert. Wie immer ist das die heikelste Phase für den Pilot. Und anders als eine Ambulanz bekommt das Team nicht einmal eine genaue Adresse vom Unfallort. Stoffquartier. Rettungsdienst, kann das sein? Dort auf der Grasse? Nein, das ist nicht der. Ja, nicht. Ohne Stadt, drei Kleine. Wir gehen oberhalb dort noch an die Mannbord. Ich gehe da rauf, sorry. Mach es da. Okay, ja. Dann müssen wir noch schauen, zu. Ja. Jawohl. Gut, hier rauf. Heck ist gut. Ja, vom Gelände her geht es. Ja, das sollte ich mögen. Jawohl. Das ist ein bisschen abhältig. Währenddem der Arzt sofort zum Patienten geht, versucht der Rest der Crew den Weg für den Transport frei zu machen. Werfen wir rasch den Draht kaputt. Hey, okay. Wir sind nachher wieder rauf, gell? Hey, ist wieder da. Also, lange schon, oder? Ja, ist gut. Hast du Personalien, Misch? Hast du schon etwas? Ja. Personalien? Habe ich etwas, ja. Durch die Meldung ans Spital bekommen wir dann die ersten Infos vom Unfall. Frage meldet der Patient, Jahrgang 69. Ist jetzt im Moment am Eintrüben. Wir müssen noch kurz intubieren. Kommt intubiert, beatmet, GCS3. Die Landung verzögert sich etwa 10 Minuten in diesem Fall. Gell? Merci vielmals, gell? Tschüss, Lidja. Hier im Zürcher Wieland, in einem abgelegenen Einfamilienhaus zu Teufen, hat das Team, ein 47-jähriger Mann, regungslos am Boden vorgefunden. Der Verdacht auf einen Hirnschlag steht im Zentrum. Jede Minute, die er jetzt behandelt wird, erhöht das Risiko auf Folgeschäden. Wie Lähmungen, Einschränkungen beim Reden oder im Gesichtsfeld. Weil der Transport zum Helikopter zu weit ist, überbrückt die Ambulanz. Zweimal wird umgeladen und prompt kollabiert der Patient auch noch. Fast 10 Minuten schwebt er in Lebensgefahr. Dann erst gibt der Rettungsarzt grünes Licht für den Helitransport. Also herzlichen Dank fürs Mitdenken und Mitmachen. Bitte, bitte. Bis bald. Jetzt, nachdem die Crew vom Schockraum zurückkommt und der Patient entsprechend versorgt wird, hat Martin Schmid Zeit zum Aufklären. Was ist passiert zu Teufen? Die Situation war, dass der Patient aus unklarem Grund eigentlich zu Hause vom Stuhl gekippt ist und dann bewusstseinsgetrübt war. Was wir dann vor Ort gemacht haben, ist, wir haben den Atemweg gesichert, haben ihn ins künstliche Koma gelegt, um sicher zu sein, dass er sich nicht an selbst Erbrochenem aus Versehen erstickt. Zurück in Bierfeld ist es schon am Weihnachten. Es ist ein schöner Brauch geworden im Team, zu oben noch zusammen zu grillieren. Auf dem Grill, den die Mannschaft als Dank von einer Familie bekommen hat, als Erinnerung an den Einsatz der 5-jährigen Maria. Ein Mädchen, das nur durch die Crew überlebt hat. Es hat aufgrund von einem Schlag vom Kickboard schöne Kehlkopfbruch gehabt vom Kehlkopf und ist aufgrund von dem hat es extrem Mühe gehabt mit Schnaufen und man hat dann recht schnell müssen die Atemwege sichern und den Kreislauf stabilisieren und mit ihm nachher ins Spital
ins Kinderspital fliegen. Ja. Nach dem Unfall ist Maria ihre Schutzengel besuchen. Und schickt der Crew immer wieder Zeichnungen, Kuchen und Fotos. Eine schöne Geste. In über 90% der Fälle erfährt das Team nämlich nur durch eigens Nachfragen im Spital, was mit den Patienten passiert ist. Dann ist aber höchste Zeit fürs Bett. Hey Jungs, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Schließlich weiss niemand so genau, wann der Pager das nächste Mal losgeht. Darum wird jede Minute Schlaf genutzt, sodass sie beim nächsten Einsatz wieder topfit sind und weitere Menschenleben können retten. Und schon ist auch der zweite Teil unserer Serie schon wieder vorbei. Nächste Woche sind wir noch einmal 24 Stunden on the job mit den Rettungskräften in der Luft. Und wir zeigen Ihnen, was mit den Patienten passiert ist, die während unserer Dreharbeiten vom Team ins Spital geflogen worden sind. Also dann bis nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.